Guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kenshi. Ja, in der letzten Folge wurden wir überfallen und wir sind überstürzt aus unserer Wohnung geflohen, zusammen mit Ruka. Und ich glaube, das war der richtige Weg, ansonsten wären wir sicherlich wieder gestorben. Es ist aber nun vorbei, Ruka hat als einziges Problem gerade richtig, richtig fett Hunger. Aber dafür sind wir vorbereitet, wir haben ja das ganze Essen hier dabei. Und dann soll sich einfach mal, also dafür müssen wir wieder alt drücken, glaube ich, ne? Genau, hat ja Ruka jetzt einfach geiles Essen wieder dabei. So, bedeutet, sie kann jetzt einfach jederzeit, wann sie will, essen. So, aber wir begeben uns mal hier nach draußen. Mir ist was gestern Nacht aufgefallen. Was zum Fick ist das Geiles? Eine Doppelharpune, wie es ausschaut. Mega geil. Das ist ja natürlich sowas richtig Geiles zum Haben. Davon haben sie sogar auf der Seite zwei Stück stehen. Hier haben sie auch zwei, oder? Jo, auch zwei mit Lampen jeweils dran. Shit, ist das mega. Also wir haben jetzt wirklich, keine Ahnung, 7-8 Stunden locker, die seit dem Angriff vergangen sind. Und ihr seht auch schon, die Tür steht brandweit offen. Und Raximus würde sich schon wieder mega drauf freuen, endlich wieder an die Forschung gehen zu können. Denn er ist so ein kleiner Hungerbolzen an Wissenschaft und das werden wir ihm jetzt auch nicht verübeln. Wir schauen jetzt erstmal, wie es daheim ausschaut. Denn natürlich, die Tür steht sperrangelweit einfach offen. Da kann uns alles erwarten. Huch, Raximus ist aber flott. Ruka darf sich aber direkt mal wieder ans Eisen begeben. Wie schaut es drin aus? Ja, komplett gleich. Haben sie was gestohlen? Nö. Dann kann er jetzt weiter forschen. Würde ich sagen, jetzt tut er gerade die Lagerkiste erforschen. Während Ruka ganz gemütlich hier draußen mal noch ein bisschen Eisen farmt. Jetzt stellen wir mal auf Speed hoch. Weil jetzt werden natürlich die Lagerkisten erst erforscht. Und danach sollten wir eigentlich Forschung Lagerkiste. Das interessiert mich jetzt. Das müsst ihr ja unter Gebäude nehmen. Unter Lager. Lagerbaumaterial. Alter! Was ist denn das für ein riesiges Lager? Lagerstein. What? Ist das riesiges? Ein Container für Rohgestein. Also man braucht für alles einzeln auch noch... Ist das eklig? Für jeder... Ist nicht so eine schöne Truhe wie in normalen Minecraft, wo ich alles einfach reinstopfen kann. Das ist ja richtig kacke. Wie schaut's mit Ruka aus? Drei Eisen. Die Frage ist natürlich, wie viel würden wir kriegen, wenn wir Eisenplatten produzieren würden? Lagerkiste Erde. Und kann ich das rein theoretisch erforschen? Kleidungsherstellung. Einfache Waffenherstellung. Einfache Waffenschmiede wäre schon geil. Die notdürftige Mauer wird jetzt interessant und vor allem, was wir brauchen zum Erstellen. Weil wenn wir natürlich Stein brauchen zum Erstellen, wäre es vielleicht gar nicht doof, wenn wir schon eine Steinproduktion hätten. Dafür brauchen wir aber wieder fucking viel Geld. Der Kern des Ausrüstungslager, Gegenstandslager, öffentliche Verkäufe. Ist sogar gratis. Kleines Haus, Technologie 2. Training, Verteidigung, Kochen. Alles Sachen, die ganz interessant wären, glaube ich. Weil man natürlich hier Industrie... Eisenplatten sind grundlegendes Baumaterial für Maschinen. Es ist wichtig, dass wir unsere eigenen herstellen können. Ja, das ist doch interessant. Die notdürftige Mauer muss jetzt auch mal langsam... Du sollst die ganze Zeit hier schon... Maschine ist voll. Oh. Ja, dann tun wir mal schnell das ganze Zeug hier. Nein, verschieben. So. Dann hackt die jetzt weiter. Raximus kann es ja nachher in sein Inventar tun dann. Interessant wird jetzt, ob wir den... Ich glaube aber, dass wir die aus Steine sicherlich machen müssen. Und dann würde ich sagen, ziehen wir... Hier irgendwie einmal außenrum so eine Mauer. Irgendwie. Oder halt auch so eine kleine eher. Echt wirklich nur so. Aber wir brauchen halt ein bisschen, dass wir wirklich hier wenigstens ein bisschen Platz haben, wo wir auch die Rohstoffe lagern können. Also ein kleiner Markt wäre dann vielleicht auch interessant irgendwann. Aber dass wir vielleicht sogar mehrere Ringe an Mauern bauen. Also dass wir sagen, okay.
innerer Ring, äußerer Ring. So richtig professionelles Bauen hier, ne? So richtig professionell. Nicht so semi-professionell, professionell. Jolo. Ruka ist immer noch schwer am Hacken. Da tun wir gleich nochmal die zwei Steinchen rein. Kann man die nicht normalerweise drehen? Wie ging das? Ah, nee, das ging nicht so. Och, Mann. Ich habe immer keinen Plan. Ah, wir haben die Mauer. Mauern. Was ist das denn? Das ist ein Tor? Baumaterial 5. Notdürftiges Tor. Notdürftige Mauer braucht. Also rein theoretisch kann ich. Mein Handy klingelt. Hier eine Mauer aufstellen. What? Und wie funktioniert das dann? Kann ich die dann weiterziehen? Oder ist das. Also Baumaterial 1 ist jetzt ja nicht, sagen wir mal, unbedingt das Schlimmste, ne? Drehen ging, glaube ich, irgendwie so. Wenn wir sagen, wir ziehen wirklich hier eine Mauer lang, hier unten. Ja, wir ziehen mal eine Mauer. Kann ich rein theoretisch da auch wieder anfassen und sagen. Jo, zieh weiter. Jo, geht auch. Die blauen Pfeile zeigen. Ah, ich kann die sogar angreifen. Wäre natürlich eine interessante Sache. Aber natürlich, dafür sollten wir vielleicht erst das Tor bauen. Weil Draxamus sollte sich dann bald mal auf den Weg machen und noch ein paar Materialien besorgen. Oder der Drucker kommt mal schnell hier rein. Nein, warte mal. Draxamus soll nach draußen kommen. Jetzt machen wir wieder Slow-Mo. Aber natürlich, wir können in Ruhe hacken. Die ganze Zeit. Nee, komm mal hier hin. Du sollst die ganzen Sachen mitnehmen. Juli, wir haben eh noch 4 im Inventar. What? Warte mal, Ruka hat doch noch so viele. Wo ist das jetzt hingelegt? Ach, liegt eh alles da, okay. Ruka, begib dich mal nach hier hin. Draxamus, nimm mal alles das mit. Alles Roheisen. So, perfekt. Dann haben wir jetzt hier, ja. Ach, Ruka, du solltest das ganze Zeug doch nicht aufheben. Das sollte doch der Draxamus machen. Meine Güte. Ruka, geh wieder hacken. Stell dich da hin und hack dein Zeug hier in Ruhe fertig. Ey, so eine doofe Nuss, das gibt's doch gar nicht. Aber wie sich das stapelt, ist ja mega nice. Oh, das stapelt sich noch weiter. Oh mein Gott, GG! Da kriegt man ja so viel rein. Aber okay. Ich bin dafür, dass wir nach da vorne Richtung, also wirklich hier in dem Bereich, das Tor bauen. Oder wir müssen jetzt hier aufmauern. Verteidigungstor. Woran sehe ich denn jetzt bei dem zum Beispiel, dass es außen ist? Schaut so aus. Dann würde ich sagen, setzen wir hier das Tor hin. Und sagen, okay. Dann soll der das jetzt hier bauen gehen. Alter, ich bin jetzt mega gespannt. Das hat ja mega das Gate auch. Alter, wie heftig. Stopp. Ruka, der schaut mir jetzt so nach. Nach einer ganz, ganz üblen Situation aus. Könnt ihr beide mal ganz, ganz geschwind. Versuchen wir soweit. Okay, die kommen jetzt auch unangekündigt, oder wie?
Wieso kommen die jetzt schon wieder? Ich habe keine Kohle. Okay, habe ich schon. Raximus ist auch noch extrem langsam. Schnell darauf. Da zum Außenposten. Hätten sie wieder vorbei? Hä? Hä? Langsam verstehe ich nur Bahnst. Ab in die City wieder. Ich würde gerne wieder übernachten in meine Wohnung, wenn es mal zur Abwechslung ginge. So, jetzt gehen wir schnell da rein. Moins, Leute. Ich habe wieder ein paar Sachen dabei. Genau. Ich bräuchte dafür eigentlich alles, was du mir dafür geben kannst. Nice. Ich habe so noch Geld. Weil damit können wir... Wird das eigentlich jemals aufgefüllt? Weil sonst müssen wir das jetzt echt selber produzieren. Das wäre natürlich mega GG, wenn ich alles verbrauche. Ah, das ist ja mega. Ah, das Tor haben wir schon mal fertiggestellt. Was auch so übelst wichtig ist, das Tor muss als erstes fertiggestellt werden, bevor wir wegrennen. Da muss erst das Tor fertiggestellt werden. Ah, natürlich, das hat schon was, wenn wir so einen kleinen Ring haben, wenigstens, mit Mauer. Dann können die uns auch nicht mehr einfach so überfallen, dann sind wir nicht so ein simples Dorf, wir sind so eine richtige City. Und wenn wir jetzt ja noch einen haben, kann immer einer forschen, einer bauen und die anderen beiden zum Beispiel Materialien herschaffen. Ja, natürlich auch dementsprechend cool. Also Ziel wäre aktuell daheim. Schaut auch nicht so aus, als ob die noch da wären. Ich hoffe es halt. Weil wenn schon, dann haben wir ein dezentes Problem. Weil das wäre echt uncool. Eraximus, bitte mach mal das Tor zu. Bitte, bitte, bitte einmal. Mag es sehen, mach das Tor zu. Oha. Ist das geil, das geht ja richtig runter. Wir gehen mal beide pennen, bitte. Raximus, leg dich du hier hin und Ruka, leg dich da hin. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr es noch nicht habt. Und vergesst ja nicht, die Glocke zu drücken. Ne? Ansonsten wisst ihr nicht, wann ein neues Video von mir hochkommt. Und darüber kann man sich doch nur freuen, oder? Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Tag wieder. Also, bis dann. Ciao.